sind zu wichtig. Carlos ist der, der die ganzen sinnlosen Sachen machen darf. Ja. Gut. Ich bin gerade mal am überlegen. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal noch ein paar Geheimnisse freispielen, wenn wir gerade dabei sind. Und wenn ich sowieso noch welche im Kopf habe. Deswegen machen wir das doch einfach. Ich bräuchte am besten mal einen blauen Schleim. Einen blauen Schleim, danke. Kann ich... Hoffentlich... Oh, sehr schön. Dann kann ich den gleich mal analysieren. Und hoffentlich gleich mehrere Geheimnisse einlösen. So, ich werfe erstmal ein paar Karten ab. Ups, ich habe keine HP mehr. Das ist nicht gut. Das ist definitiv nicht gut. Colette, hilf mir mal. Gut. Kann ich damit gleich zwei auf einmal lösen? Mal sehen. Mal sehen, was wir so bekommen. Also ich versuche jetzt mehrmals die gleiche Karte einzusetzen und mehrmals das falsche Element gegen den Gegner. Außerdem versuche ich so viele Karten wie möglich abzuwerfen. So, jetzt muss... Greif bitte Carina an. Oh, Carlos. Na toll. Carlos ist gefallen und die Runde fängt von neuem an. Decks werden neu gemischt und Carlos ist dran. Ja, toll. So viel dazu. Werfen wir noch ein paar Karten ab und heilen wir Carlos, wenn wir gerade dabei sind. Das war definitiv Verschwendung. Ich sollte danach direkt mal eine Schokominze einsetzen, dass die eine Minze ist, die nach Schokolade schmeckt, wie ich mitbekommen habe. In Ordnung. Da er ja eh gleich down geht, werfen wir einfach noch ein paar Karten ab, nicht wahr? Ich glaube, man muss 9 abwerfen und ich habe gerade 7 abgeworfen, nicht wahr? Blöd. Was soll's. Und natürlich, wer sollte auch sonst den Kampf beenden als Colette? So, bekomme ich irgendwas? Gib mir Geheimnisse. Ich will Geheimnisse. Gib her. Los. Ja. Geheimnis der Begriffsstutzigkeit. Diese Attacke wirkt nicht. Verdammt nochmal, bring es in einen Schädel rein. Wasserattacken gegen einen blauen Blob. Verdammt nochmal, Wasserattacken gegen einen Wassertropfen. Was zur Hölle soll das bitte? Ein Geheimnis für all jene, die den Gegner trotz Ineffektivität stur mit den gleichen Angriffen attackieren. Ich nehme mal an, dreimal mit dem falschen Element angreifen oder so ähnlich. Ich habe ein weiteres Geheimnis gefunden. Bin ich nicht super? Wow. Geheimnis des Berserkers. Eure Angriffe sind gefürchtet, jeder Schlag ist effektiv und kraftvoll. Und das ist das Witzige daran. Ein Geheimnis für all jene, die auf einem niedrigen Level mehr als 210 Schaden in einem Zug anrichten. Bug-Alarm. Nur mal so. Gut. Man hat gesehen, wie ich den Kampf jetzt geführt habe. Das kann definitiv nicht stimmen. Eventuell hat es damit zu tun, dass Carlos gestorben ist. Oder ich einfach nur der totale Obercheater bin. Wahrscheinlich bekomme ich jetzt jedes andere Geheimnis des gesamten Spiels, weil ich es gehackt habe. Jawohl. Und ich habe noch ein Geheimnis gefunden. Der Gewohnheit. Diese Karte funktioniert gut und deshalb benutze ich sie auch. Da bin ich mir ziemlich sicher, das ist, wenn man dreimal die gleiche Karte nacheinander einsetzt, dreimal die gleiche Karte in einem Zug verwendet. Genau, das ist, was ich gesagt habe. Und ich habe noch ein Geheimnis gefunden. Na, hat sich das nicht gelohnt? Des Pessimisten. Die will ich aber nicht. Ach, und die ist bestimmt nicht effektiv. Die ist blöd. Dieses Geheimnis ist mein liebstes Geheimnis, wirklich. Weil ich mal einen Kampf lang nur Dreck gezogen habe und ständig am Karten abwerfen war. Und ja, dann habe ich dieses Geheimnis gefunden. Und ihr mögt es kaum glauben, dieses Geheimnis lohnt sich zu holen.
Jeder, der das schaut, holt euch dieses Geheimnis, ihr werdet gleich sehen, was man dafür bekommt. Für jene, welche während eines Kampfes 9 Karten abgeworfen haben. Also ich hatte recht, aber anscheinend habe ich 9 Karten abgeworfen. Ich habe nicht genau nachgezählt. Dafür ist mein Kopf nicht klar genug zurzeit. Gut, wenn das mal nicht... Wenn sich das nicht mal gelohnt hat, nicht wahr? Ja. Wie gesagt, das Geheimnis des Berserkers. Ich frag mich, was das sollte. Werden wir es hier erfahren? Ein Fall für Galileo Mystery. Das war definitiv der falsche Wald. Ja. So, lösen wir doch mal ein paar Sachen ein. Ich überlege nur gerade, das sollten bis zuweilen erstmal alle Geheimnisse sein, die leicht erreichbar sind und die mir jetzt, die ich generell kenne und die mir noch einfallen. Gut. Oh, hi, Carlos. Hast du wieder etwas gefunden? Warst du nur 5 Minuten weg? Wow, du hast in 5 Minuten mehr, 4-mal so viel erreicht, als ich in meinem gesamten Leben. Wenn du mich entschuldigst, ich nehme jetzt dieses Seil und suche mir irgendwo einen gemütlichen Dachbalken. Bis demnächst. Allerdings, schau dir das an. Ich bin beeindruckt. Du weißt, was es mit dieser Statue auf sich hat, nicht wahr? Ach, wir haben ja sogar 5 Geheimnisse jetzt insgesamt. Na, das ist doch mal lohnenswert. Jaha. Dieses Video wird garantiert den Titel Geheimnis-Spree tragen oder irgend sowas. Mal sehen. Sie ist eine Statue der Göttin. Mein ganzes Leben lang habe ich versucht, sie zu finden. Doch alles, was mir am Ende blieb, war diese Statue. Der Göttin des Spieles oder Martell oder wer? Man weiß es nicht. Ich tippe ja, wie gesagt, auf Aliens. Dann halte diese Statue in Ehren. Sieh sie als Symbol deines Glaubens an. Beschütze sie. Carlos! Ninja! Carlos! Nimm dies hier als Belohnung. Eisdolch. Eine Essenz für Carlos. Sehr praktisch für diesen Augenblick. Verzeihung. Oh, hi, Carlos. Hast du wieder etwas gefunden? Warst ja gerade erst da. Allerdings, schau dir das an. Das Geheimnis der Begriffsstutzigkeit? Das ist nichts, worauf du stolz sein brauchst, Carlos. Ey, auch wenn es nicht sehr effektiv ist, man muss nur lang genug draufhauen. Ganz meiner Meinung. Ganz meiner Meinung. Du bist stolz drauf. Ja, was soll's hier? Achso, ich dachte, das sagt Carlos. Ja, was soll's? Es funktioniert, nicht wahr? Ja, was soll's? Hier, nimm das. Damit richtest du mehr Schaden an, auch wenn du stur weiterhin mit dem falschen Element angreifen solltest. Wein erhalten. Ja, warum nicht? Das hört sich nicht nach einem Lob an. Egal, ich darf saufen. Yeah. Dankeschön. Oh, hi, Carlos, bist ja schon wieder da. Was machst du hier die ganze Zeit? Willst du jetzt hier als Untermieter wohnen oder was? Schon wieder was gefunden? Allerdings, schau dir das an. Ich könnte dir auch alles auf einmal zeigen, aber haha, ich initiiere lieber den Loop 5-mal. Ah, das Geheimnis des Berserkers. Ich bin beeindruckt. Das hätte ich euch gar nicht zugetraut, weil irgendwie habt ihr gegen den blauen Slime nie mehr als 20 Schaden verursacht. Das ist mysteriös. Ja, das waren die Aliens. Genau. Ach was, wir hatten Glück. Es war ein Bug, definitiv. Und unsere Angriffe waren ziemlich nutzlos. Man hat's ja gesehen. Ich habe 3-mal Wasserschwall gegen den Wassertropfen eingesetzt, nicht wahr? Und ja, ich habe es trotzdem bekommen. Ne? Ich bin Carlos. Ich bin cool. Ich bekomme sowas. Keine falsche Bescheidenheit. Das war ein echtes Bug-Using. Hier, nehmt das. Sylph-Blätter. Die hebe ich mir für wesentlich später auf. Im Prinzip ist das ein Instant-Level-Up. Aber ich finde, solche Items lohnen sich dann erst in späteren Leveln. Wenn es eh länger dauert, aufzuleveln. Oder wenn man es mal dringend braucht. Eventuell brauche ich es ja mal vor einem Endboss. Vielleicht hilft's. Solche Items hebe ich mir immer auf. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank. Wie lieb von dir. Guck mal, ich hab
wieder ein Geheimnis hier. Ich nerv dich, bis du tot bist, also gebe ich's dir. Hör bitte auf zu singen. Hast du schon wieder was gefunden? Allerdings, schau dir das an. Oh, du benutzt also immer die gleichen Karten im Kampf. Du bist wirklich ein Langweiler, Carlos. Ich hasse dich. Und wir bekommen noch einen Wein. Fantastisch. Vielen Dank. Du bist ja immer noch hier. Sag mal, soll ich dir vielleicht gleich meine ganzen Belohnungen geben? Oder wie sehe ich das? Allerdings, warum nicht? Schau dir das an. Verstehe, wenn dir eine Karte nicht passt, schmeißt du sie einfach weg. Hier, nimm dies, sonst ist dein Deck bald leer. Flammenschlag Stufe 3. Hey, hey, hey. Ja, ich hatte relativ... Also, die Karte kam zu einem recht guten Zeitpunkt, sagen wir es mal so. Also ich hatte es relativ früh entdeckt, dieses Geheimnis. Wenn man es weiß, so wie ihr jetzt, die ihr dieses Video gesehen habt, holt euch dieses Geheimnis und überzeugt Orange, dass er diese Belohnung nicht nervt. Dass es immer der Flammschlag 3 bleibt. Denn das ist toll, das ist toll. Viel Glück bei der weiteren Suche nach Geheimnissen. Yep, die werde ich haben. Ich meine, natürlich, wann wirft...